Hallo und herzlich willkommen hier bei World of Play. Ich bin der Lutz. Ich spiele jetzt hier endlich Sins of the Solar Empire wieder. Beim letzten Mal habe ich vergessen zu speichern nach dem Angriff der Ferengi. Ich durfte mich nochmal überfallen lassen. Ist aber kein Problem. Wir haben sie nochmal in die Flucht geschlagen. Und jetzt würde ich sagen, holen wir uns Galador. Nach einer kleinen Flotten wieder Instandsetzung, wieder Aufrüstung. Kalestrom. Da klatsche ich jetzt nochmal ein paar Wissenschaftsstationen hin. Und bin, achso, out of Logistics, das ist alles klar. Gut. Farius. Da haben wir einen Maintain Stock. Ja, Entschuldigung, dass ich gerade geschwiegen habe. Ich bin gerade am Überlegen. Ich hätte ganz gerne hier eine normale Schiffswerft. Und dann hätte ich eigentlich auch schon gerne ein paar Allegiance-Stationen, ein paar Propaganda-Stationen, damit ich hier den Planeten einnehmen kann. Weil man muss die Allegiance eines gegnerischen Planeten schwächen, um den einnehmen zu können. Das ist wieder so ein Punkt, den darf ich jetzt hier nicht vergessen. What is it now? Ist das jetzt hier die erste? Ja, das ist Kirtons Flotte. Alles klar. Gawon. Garon mag Kaldik so sehr, dass er sich nochmal dorthin begeben möchte. Das möchte ich aber nicht. So. Station construction complete. Temalek kann ich schon einnehmen und... We have created a new weapon. Kobalit... Kobliat. Mein Gott, was für ein Name. Auch. Station construction complete. Kobliat. Der Planet über Drygo und der Planet über UA-003. Ich hätte die perfekte Verteidigungslinie gegen das Dominion. Aber das so weit denken wir jetzt mal noch nicht. Ich würde sagen, Gowron parke ich bei UA-467. Also hier. Wenn er wieder in Stand gesetzt wurde. Und dann würde ich sagen... wir bauen jetzt erstmal die Flotte wieder, soweit es geht, auf. Wie sieht denn die Flotte von Körn aus? Oh, Körn hat ganz schön eins auf die Nase gekriegt. Au! Dass die Lage so ernst war, war mir gar nicht mehr so klar. Aber Körn ist der Einzige, der 4 abgekriegt hat. Ist ja interessant, Gawons Flotte hat es viel schlimmer getroffen. Ja, Gawons Flotte hat den... meistens Schaden abbekommen. Na, da kann ich mich nicht beschweren. Das ist doch cool. Dann würde ich sagen... ich möchte Galador haben, als weiteren militärischen Stützpunkt. Die Star Trek Armada 1 Klingonenbunker. Episch! So. Ich kann Martok erforschen. Oh, jetzt das juckt in den Fingern. Martok oder nicht Martok? Das ist ja die Frage. Die Frage. Was haben wir denn hier? Was launcht in bla? Es war bla. Bla. Most powerful bla. Ist das jetzt hier ein Capitanschiff? Ich glaube nicht, ne? Nehmen wir das einfach mal. Wenn es ein Capitanschiff ist, habe ich Pech. Gut, wie viele Ressourcen habe ich? Ja, noch ein paar. Dann würde ich sagen: Torpedos aufrüsten, Disruptoren aufrüsten und das ein bisschen noch und. Da war ich nicht ganz. Sei ich nicht ganz voll. Wir haben genug Ressourcen. Guck mal hin, du Blindfisch. So. Gefällt mir zwar noch nicht so ganz. Doch, ist richtig. Aber ist okay. Dann gucken wir mal. Was haben wir denn so in der Flotte? Ich habe immer noch die 10 Barrels. Das ist ja krank. Ich habe eine Predator verloren.
Okay, ich habe Reparaturfesseln. Okay. Also ich brauche noch eine. Ah ja, das war eine richtige Entscheidung. Sehr gut. Das Schiff habe ich verloren, oder? Nee, habe ich auch noch. Gut. Ich habe also meinen Carrier noch. Ich brauche noch eine Predator. Ich würde sagen, so eine Valkon-Klasse baue ich auch noch. Und ich hätte ganz gerne noch so einen Carrier. Okay, also das. Dann das und das. Sehr schön. Gut gebaut. Okay, was haben wir hier? Was bist du jetzt hier eigentlich, du Deathrite Class? Medium Command Grabbit Fleet Support. Okay, was ist das hier? We have created a new Tech Cruiser with Heavy Firepower and Heavy Stone Defense. Okay, oh, ich hätte ganz gerne die Carford. Kriege ich die Carford? Oh, ich krieg die Carford mit nächsten Upgrade. Oh, oh, oh. Das ist verführerisch. Oh, ja. Ah, Carford-Klasse. Das hört sich nicht schlecht an. What is it now? Gut, dann erfinden wir erstmal den Watcher. Und hier habe ich schon militärische Station gebaut. Was ist das? Das ist Kalestron, ne? Ja, gut. Dann würde ich sagen, habe ich bei Kalestron. Ah. We do not have enough resources. We do not have enough. Mein Gott. Wir sind hier bei Star Trek, dann repliziert er was, Junge. Ach, scheiß Klingon. Da alles ausgegeben für billigen Blutwein. Tradeport? Und jetzt bin ich schon wieder auf Logistik-Slots. Okay. Jo, meine Flotte wird repariert. Soll ich jetzt ein Dev-Dings bauen? Oh, ich habe keine Fleet-Kapazität mehr. Oh, Leute. Planetary Research is complete. Martok oder nicht Martok? Hm, ich könnte ihn. Kommt, scheiß doch da und drauf. Martok, ich grüße dich. Ich will Nekmar. Und dann, dich ganz gerne dafür das da noch. Ach du Kacke. 4,7 Dill pro Sekunde, das ist okay. 6,9 pro Sekunde Tritanium ist okay und 31,5 ist auch okay. Muss ich ein bisschen Geduld haben. Wir müssen Geduld haben. Gut, gucken wir uns mal Garons Flotte an. Die sonst wo parkt, noch nicht da, wo sie parken soll. Station Construction. Wo ist hier nochmal das Reparatur? Warte mal. Nicht dumm? Ja, ich bin dumm. Ich habe hier nicht mal einen Reparator. Gut, mal gucken. Garons Flotte hat sich aber auch schon wieder relativ erholt. Relativ im Sinne von, es geht hier etwas besser. Wie geht's denn Körn? Ach so, alles klar. Also, Korns Flotte ist wieder fit für den Dienst. Dann kann ich jetzt noch meine Angriffsjäger ein bisschen. So. Dann geht's ab nach Galador. Wer erwartet uns denn da? Ach, ein paar Mark. Au, ein paar viele Marquis. Okay, mal gucken. So, dann hätte ich ganz gerne einmal das und einmal das und meine Klingonen tuckeln und tuckeln und tuckeln, wie immer. Station construction complete. Ja. Our fleet has arrived. Faster. Und da haben wir schon die erste Jäger.
Und meine Flotte bombardiert sie. Sehr gut. So will ich das sehen für das Reich. Oh mein, der Captain dieses Schiffes hat einen ganz schlechten Tag erwischt, würde ich sagen. Ein ganz, ganz... Jetzt ist er tot. Und noch ein paar mehr. Marquis. Da kommt eine kleine Flotte von ihm. Achso, die ganze Flotte ist schon da. Fire all disruptors. Finde ich schon interessant, während des Kardassianischen Krieges, was das heißt, während des Krieges der Klingonen gegen die Kardassianer in Deep Space Nine, so ist richtiger, haben die Klingonen den Marquis unterstützt. Jetzt verraten wir sie. Vernichten sie. Naja, haben sie Pech. Sie haben sich unwürdig erwiesen, wie man sieht. Und mein Lieblingsflaggschiff ist befördert worden, das ist cool. You honor my house. Fire. Da haben wir noch eine Jäger. Alter, die wird so auseinandergeflickt. Ich glaube, die Trümmerteile kann man nicht mehr auf dem Ferengi Schwarzmarkt verkaufen. Alter, wirklich das ein. Und da ist auch das Körn. Oh, Körn ist ganz schön befördert worden. Ist mir gar nicht aufgefallen. What? Alter, ich habe hier kaum Gegenwehr. Das ist das nächste Jäger. Aber die ist auch schon so gut wie im Arsch. Krass. So, jetzt lass uns mich mal ganz kurz hier gucken. Der fette Destroy. Ja, ich will das Dominion auch nicht angreifen, Leute. So weit bin ich noch nicht. So, sollte sich die Föderation überlegen, mich nochmal besuchen zu müssen. Brauche ich da vorsichtshalber was hin? Wie wir da die letzten Markier auseinandernehmen, ist jetzt nicht so wichtig. Das ist der falsche Planet, Lutz. Kalestron ist auch ein Planet. Warum sagt ihr mir das nicht? Mann. Ja, ist doch toll. Oh, jetzt bin ich schon out of logistics, Lutz. Na gut, nicht so schlimm. Dann machen wir das doch über Galado. Das. Und das. Ja, hier hätte ich ganz gerne nochmal einen Allegiance-Planeten, damit wir die Föderation auch erobern können. Und da wollen die Cardis was von mir, wa? Ne, ist Dominion. Station Construction. Soll ich schon wieder 5 von den Föderationsraumschiffen platt machen? Das machen wir gerne. First Order schickt mir in der Sekunde auch was. Ich soll wieder 5 Föderationsraumschiffe zerstören. Ja, das machen wir doch glatt. So. Jetzt hätte ich gerne ein paar von diesen Death Star Class Cruisern. Machen wir mal 3. We have created a new weapon. Wird mein Freund Martok bereits erforscht? Nope. Wo sind wir? Ab beim Disruptor Update. Okay. Waffenstärke ist immer gut. Hat sich Garon erholt? Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Okay. Gut. Dann erholt sich Korn erstmal da oben. Körn natürlich. Korn, ich sag was ich will zu dem, ey. Es ist schlimm mit mir. Worfs Bruder, so. Worfs Bruder erholt sich, so. Jetzt sind wir abgesichert. Scheiß drauf. Ach, interessant. Silizium-Gulag kann man jetzt 4-mal erforschen. Ich dachte nur 3-mal. Okay. Ich werde mich nicht beschweren. Ich werde mich definitiv da nicht beschweren. Umso mehr Ressourcen, umso besser, ne? A Klingon can die but once. Dann hab ich wieder.
Sag mal, wo hat mich denn die Reparaturstation hingetan? Let loose the dogs of war. Hä? Bin ich dumm im Kopf? Ja, ich bin dumm im Kopf, die sind schon drum. Das ist die Schiffswerft, da unten ist. For Kalis! Die Reparaturstation. Einmal reparieren bitte. Zack. Und diese Death Ride Dings Class, da ist er. Aha, das ist die. Ich glaube, die ist aus Armada 1, oder? Ich bin mir nicht sicher. Target Engines Flag Burst. Oh, das kann ich erforschen, ha? Das ist das hier über Martok. Oh, das nehmen wir mit. Das ist nicht so teuer. Fierce und Propaganda, das nehmen wir auch mit. Okay. Alles klar. Alter, wie lange forscht denn der noch an meinen Disruptoren? Heavy Super Heavy Disruptors. Wow, was für ein Titel. Gut. We have created a new weapon. Hey, warte mal. Sonst war er überleben. Ich würde die Föderation gerne richtig auseinandernehmen. Dann brauche ich doch noch zwei Predators. Dann brauche ich noch einen von dem. Zwei von dem. Oh. Und dann geben wir die Ressourcen aus. So. Nein, die nicht. Ich wollte noch in die 7. So, dann müsste ich jetzt theoretisch 7D7s haben. 7D7s. Interessant. Ja, Kitingas. Wie gesagt, ich würde mal interessieren, ob das jetzt die Refit-Variante von einem D7 ist. Die King Kitinga. Ja, dann habe ich 7 davon. Und wisst ihr was, weil das so schön ist? Huch. Klicken wir auch einfach den Planeten an jetzt. Holen wir uns auch noch schnell 5 Raptor, würde ich sagen. So, wird mein Freund mal. Gut, dann wird Martok nicht an der Invasion der Föderation dran teilnehmen können. Doch. Boah, die Gorgon ist schon Level 6. Alter, da wird die Föderation sich freuen. Ich weiß jetzt gar nicht, dass ich den letzten Teil aufgenommen habe, ist schon ein Weilchen zurück. Und ganz angeguckt habe ich mir meinen Teil nicht. Habe ich die Galaxy zerstört? Ich glaube ja, ne? Die griff doch, die waren hier bei Farius. Da hat sie sich getrennt, irgendwie ist mir so. Na gut, okay, dann habe ich meinen Angstgegner weg. A Klingon can die but once. Ja. Dann hätte ich ganz gerne noch diesen Harry Cruiser und. Halt. Also, ich muss noch die Watcher entwickeln. Und dann kriege ich endlich die Carford Class. Ist da was? Leck mich. Leck mich. Leck mich. Leck mich. So. Holen wir uns einfach auf künstliche Art und Weise Martok. So, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Jo, jetzt sind wir wieder auf alten Stand. Alles klar. Ich brauche Martok für meine Angriffsflotte. Ich will Nekvar haben, Leute. Nekvar. Was meint ihr? Oh ja, mein. Ja. Mein Lithium hat ganz schön gelitten. Wenn ich jetzt diesen. Ja, alles klar. Wenn ich den jetzt hier überfalle. Kriege ich. Oh, Tritanium. Chris. Oh. Ey, Tritanium. Ich werd mit Tritanium einen Handel aufmachen können. Das ist vielleicht keine so doofe Idee, oder? Tritanium verkaufen. Halt, das hatte ich ja nicht vor. Ich wollte hier Propagandastationen hin haben. Was? Ich kack mir gerne nach dem Blutwein in die Hose, was? Was hat der da eben gelabert? Ach, das ist ein Reparaturschiff. Krieg ich jetzt noch so ein Typi? Ja. Der wird sich auch gleich nochmal in die Hose kacken. Oder nicht, er lacht sich auch gerne tot. Wie er meint.
So, dann hätte ich ganz gerne da noch eine Propaganda hin. Och, und weil es so schön ist, kommt noch einer. Jetzt bin ich out of Logistik-Slots und ach, ich kann mir sogar noch welche machen. Das ist das wieder ein L-Planet? Nee. Das ist ein normaler Planet. Okay. Gut. Wie geht's Martok? Er ist bei 70%. Alles klar. Alter, jetzt hole ich mich einfach so, zack. Garford-Klasse ist dann auch gleich mit in der Entwicklung. Alter, diese Flotte. Die ganzen Birds of Prey. Ey, das ist cool. Station construction complete. So. Ist da was? Alter, what? Dann kriege ich ja hier glatt nochmal. Zack. Dann klatsche ich mir jetzt hier doch die letzten beiden Stationen rein, die letzten beiden Forschungsstationen. Da muss ich mir darum keine Sorgen mehr machen. Und jetzt ist ja mein allererster Nekval endlich da. Oh, guckt ihn euch an. Es ist aber nicht die Deep Space Nine Variante. Denn hätte die hier unten noch sowas wie Triebwerke. Das ist die Orgut Finks Variante, fällt mir gerade auf. Ah. Die hat hier die Kanonen extended, sagen wir mal. Das ist ja kurz die Orgut Finks Variante, alles klar. Iron Burst, Super Surge, das mal. Wir haben ja noch ein bisschen Ressourcen übrig. Was ist da was? Wir haben created a new weapon. Oh, scheiße, ich hatte jetzt eine Forge erholt. Ach so. Okay, die wird noch nicht mal entwickelt. Na, dann machen wir das beim nächsten Angriff. Warten wir noch auf Martok? Würde ich sagen, und dann greifen wir die Föderation an. Mal gucken, was haben wir denn so jetzt an Flotte? Wir haben drei Carrier. Oh. Kann ich das hier nochmal machen? Drei Carrier. Fünf Predators, fünf drei Death Rats, sieben Kittingers, ja. Das mal gucken. Aha. Sehr gut. Gehen wir mit 10 Kittingas ins Rennen. All 10 Kittingas. Oh, oh, oh. Oh ja, die Föderation wird Stück für Stück auseinandergefetzt. Das ist cool. Das ist cool. So, gehen wir nochmal in die Academy rein. Und uns nochmal die Dings. Die Gruftis, ihr wisst schon, die, ach, egal. Fliegkapazität. Mein Gott, hab ich ein Alter. Mein Name. Nehmt es und klatscht es gegen die Wand, wenn ihr das wollt. We do not have enough resources. Jo. Dann haben wir jetzt auch Kalestron voll ausgebaut, also relativ voll. We do not have enough resources. Was bringt mir das eigentlich? Habe ich noch eine Karte bekommen? Ich habe bisher nur diese Tekon-Station bekommen. Das ist schade, aber okay. Ach, Martok ist endlich da. For the Empire! For the Empire, genau. Gut. Kann ich Kaffertglas schon bauen? Das kann doch gar nicht sein. Ich gerade sagen. So. Jagt mir das Spiel erstmal einen Schrecken ein. Wie fliegt der Martok da hinten? Er driftet durch die Gegend. Gott, Gott, Gott. Es ist die Drift-Variante eines Neckbars oder was? Ach du Kacke. Okay. Ah ja, ich könnte. Ja, ich weiß, es widerspricht etwas dem, was ich am Anfang des Let's Plays gesagt habe, aber mir ist aufgefallen, ich habe privat ein bisschen mit Föderation gespielt.
Mir ist aufgefallen, man kann in Flaggschiff nur dreimal per Hand aufleveln. Oder zweimal, dass man eben Level 3 hat. Deswegen machen wir das nochmal ganz kurz. So. Ich würde sagen, enttäuschen wir das Dominion nicht. Und beenden die Folge mit einem schönen Angriff auf die Föderation. Da bricht sie auf, meine Flotte. Tapfere klingonische Krieger, die gleich ihr Leben lassen werden. Für das Reich. Ach, na guck mal. Oh, schon wieder eine kleine Ambassador. Alter, vier Föderationsraumschiffe gegen ein paar mehr Klingonen. Ja. Die Verzug, man, die Ambassador, das geht ja gar nicht klar. Und da ist sie weg. Guckt euch das an. Ich glaube, solche Szenen werden wir dann, wenn der Film endlich fertig ist, auch bei Exenor sehen. Ich glaube, ja, die Föderation hat ein paar Verluste zu melden. Ich revidiere ein paar viele. Was für ein Überfall. Der hat mir gut gefallen. Ah, hier liegen sogar noch Trümmerteile rum. Ach, von der Ambassador. Altklärchen. Was ist das da? Noch der Rumpf, wa? Ja, genau. Und, ach, da ist eine Cheyenne. Wie bei Wolf 359. Geil. So, gucken wir mal weiter. Da wird gerade eine Ares-Type fertig gemacht. So, guck mal, ich habe irgendwas flüstern, ne? Ah, sehr schön, ich habe den Auftrag schon erfüllt. Geil. Ja, hier diese Subspace Relation Relay Station, keine Chance. Ist ja auch unbewaffnet. Oh. Die Leute da unten werden gerade atomar verseucht, wie man hört. Ich finde diesen Angriff so gruselig mit diesen Totenschäden hier drüber. Krank. Ach, meine Flaggschiffe haben gerade Spaß bei orbitaler Bombardierung, alles klar. Alter. Gasangriffe von den Klingonen. Boah. Gruselig. So. Government Schöner. Wie geht's dir denn so? Hast du gut geschlafen? Was? Oh, Leute. Oh, Leute. Another planet is ours. Ah, hol ich jetzt schon den Dreadnought? Ich weiß es nicht. Gut, beobachten wir noch ein bisschen den Kampf. Ach Gott, schon wieder auf. Ach, so eine Nova. Ja, die machen wir mal so nebenbei kaputt, Nova. Ach, und wir haben Kotaki eingenommen. Das ist sehr schön. Ich weiß gar nicht so richtig check, dass der gesagt hat, dass wir den Planeten eingenommen haben. Nee, ich habe mich jetzt eben dazu entschlossen. Ich werde für die Flotte noch eine Watcher bauen. Ich hoffe, dass die auch die Boarding Parties hat, wie, na, wie heißt doch, Glubschi, Gowron, jetzt habe ich es, Glubschi, Gowron, genau. Oh, das Dominion wird schon wieder was. Ich soll ein paar zivile Einrichtungen von der Föderation platt machen. Ja, das ist kein Problem, mein Freund. Warte ein paar Minuten ab. Das machen wir schon so und jetzt kriege ich Garforts. Oh, 5 Stück. Oh, verwirr mich nicht, Spiel. 5 Garforts. Die noch nicht entwickelt ist. Scheiße. Na gut, warten wir da ab. Alter Finne. Und da will die. Ah, da wollte für das andere Dominion nochmal, dass ich ein paar Schiffe kaputt mache. Alter, ich stehe gerade gut im Kurs mit dem Dominion. Ist ja geil. Aber trotzdem werden sie platt gemacht.
Da kommt noch mal ein Frachtschiff der Föderation. Jetzt ist es kaputt. Ja. Because why not? Ja. So, dann mache ich jetzt hier noch die Handels... Ich wollte gerade sagen, die Handelsstation kaputt. Die kleinen Fluchtschattels hier da drumherum fliegen. Und jetzt hat der Reaktor nachgegeben. Wow. Geiles Bild. Und da gibt es noch die Trümmer. Und mit diesem krassen Bild würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge hier bei Sins of the Soul Empire. Bis dann. Are you insane?